Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im Jedi-Orden gab es über 10.000 Jedi. Manche davon waren unglaubliche Kämpfer und manche eher nicht. Aber in diesem Video möchte ich mit euch über den für mich besten Jedi des Jedi-Ordens sprechen. Viel Spaß! Also, jetzt kurz am Anfang zur Erklärung. Es geht jetzt nicht um den stärksten Jedi des Ordens. Wie ich finde, ist das lange nicht das Wichtigste. Für mich ist es viel wichtiger, wie vertraut der Jedi mit der Macht ist und wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Es geht darum, wie er als General auf dem Schlachtfeld handelt und wie er in seinem Leben mit Verlusten, Ängsten und Trauer umgeht. Viele würden jetzt vielleicht denken, ich meine Großmeister Yoda, da er sich ja nun mal sehr stark an die Regeln des Ordens gehalten hat. Aber es geht mir um einen anderen Charakter. Den für mich coolsten Charakter des Star Wars Universums. Meister des Auserwählten und Schüler Qui-Gon Jinns. Ich rede von Obi-Wan Kenobi. Viele werden mir jetzt vielleicht zustimmen, aber ich denke mal auch einige sind verwirrt. Also lasst es mich erklären. Eine der Sachen, die ich eben genannt habe, die für mich einen guten Jedi ausmachen, sind sein Umgang mit Ängsten, Verlust und Trauer. Und kommt schon, Obi-Wan hat eigentlich die traurigste Geschichte im ganzen Star Wars Universum. Schon in jungen Jahren muss er zusehen, wie sein Meister vor seinen Augen getötet wird. Aber er schafft es, ihn zu rächen und kann so noch den letzten Wunsch Qui-Gons ausführen. Er kann sein Vermächtnis weiterführen und Anakin Skywalker, den Auserwählten, trainieren. Ich glaube, für viele Jedi hätte der Tod des Meisters schon gereicht, um einen großen Schritt auf die dunkle Seite zuzugehen. Aber Obi-Wan blieb von Anfang an stark. Später verliert er dann auch noch seine große Liebe Satine, die auch vor seinen Augen getötet wird. Und zwar von dem Mann, der damals auch seinen Meister getötet hat. Aber auch hier lässt sich Obi-Wan nicht von seinen Gefühlen überwältigen und bleibt stark. Und dann, gerade als die Klonkriege zu Ende gehen, kommt der härteste Schlag. Nach allem, was passiert ist, hatte Obi-Wan immer noch seinen Freund und Bruder Anakin. Doch dann muss er mit ansehen, wie der Junge, den er schon seit Kindestagen kennt, einen ganzen Tempel voller Jedi und Jünglinge tötet. Also muss er sich aufmachen und das wahrscheinlich Schlimmste tun, was man sich vorstellen kann. Er muss den Menschen, der ihm am wichtigsten ist, den letzten in seinem Leben, der ihm noch etwas bedeutet, zur Strecke bringen. Er kann nicht einmal mit ansehen, wie Anakin in der Lava verbrennt. Also entschließt er sich, den Planeten so schnell wie möglich zu verlassen. Was er aber nicht weiß: Anakin hat überlebt. Fast 20 Jahre später stehen sich beide noch ein letztes Mal gegenüber. Doch Anakin Skywalker lebt nicht mehr. Das einzige, was Obi-Wan sieht, sind die kalten Augen Darth Vaders. Mir ist auch erst beim Schreiben dieses Videos aufgefallen, was Obi-Wan eigentlich durchmachen musste. Doch trotz alledem konnte er jeglicher Versuchung zur dunklen Seite zu jeder Zeit widerstehen. Ich denke, die Szene, die Obi-Wan am besten beschreibt, finden wir in Rebels. Er steht nach langer Zeit wieder dem Mann gegenüber, der ihm seinen Meister und seine große Liebe genommen hat. Und er weiß, dass er mittlerweile durchaus stärker als er ist. Aber er möchte nicht kämpfen, er ist nicht auf Rache aus, sondern sucht das Gespräch. Und am Ende hält er den Mann, der ihm so viel Leid angetan hat, in den Armen wie einen gefallenen Bruder. Das soll es dann auch schon von diesem Video gewesen sein. Ich wollte jetzt schon länger mal ein Video zu Obi-Wan und seiner Geschichte machen, weil ich glaube, vielen, einschließlich mir, ist das beim Schauen der Filme gar nicht so extrem aufgefallen. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das auch gerne mit einem Like oder Abo. Außerdem habe ich jetzt schon seit längerem einen eigenen Discord-Server. Dort habt ihr die Chance, live in den Streams mitzureden und allgemein nichts mehr zu Marvel, Star Wars, Avatar und meinem Kanal zu verpassen. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.